Hallo, ich bin Michael und in diesem Video zeige ich dir, wie man mit WordPress einen Blog baut. Ich zeige dir das am Beispiel von GoDaddy, denn dort gibt es ein WordPress-Hosting, bei dem das Einrichten und Verwalten von WordPress noch einfacher ist. Alles, was du brauchst, habe ich dir auch wieder im Beschreibungstext unter diesem Video verlinkt. Hier siehst du, wie WordPress aussieht, direkt nach der Installation. Wir gehen jetzt mal ins Dashboard, das ist die Verwaltungsoberfläche von WordPress und ich zeige dir mal, wie das Ganze geht. WordPress ist grundsätzlich in drei Bereiche aufgeteilt: Seiten, Beiträge und natürlich das Design. Fangen wir zunächst einmal damit an, das Design auszuwählen. Es sind schon einige Designs vorinstalliert, aber ich hätte gern ein ganz neues. Dazu klicke ich jetzt einfach auf Hinzufügen und kann jetzt einige auswählen. Da wir das Ganze mit GoDaddy machen, gibt es hier schon eine recht große Vorauswahl freigegeben. Ich wähle jetzt einmal dieses Design aus und schau mal, ob das Ganze passt. Ja, das könnte passen. Wenn ich mich für das Design entschieden habe, gehe ich gleich wieder zurück und installiere es. Das dauert jetzt ein wenig. Im Hintergrund wird das Design in die Website geladen und wenn das Ganze installiert ist, klicke ich noch auf Aktivieren und schon haben wir ein neues Design ausgewählt. Jetzt klicke ich auf den Customizer. Der Customizer dient zur Grundeinstellung für WordPress. Und das gehen wir jetzt mal zusammen durch. Ich habe hier die Möglichkeit, ein Logo auszuwählen. Wir fügen dann einen Titel für die Seite ein, dieser steht dann ganz oben. Ich mache das jetzt am Beispiel eines Gastroblogs. Dann brauchen wir natürlich noch den Slogan. Dieser erscheint dann unter dem Titel. Hier sind noch einige Einstellungsmöglichkeiten, ob der Titel immer gezeigt werden soll oder nicht. Jetzt kann ich noch die Fußzeile, den Footer bearbeiten, das Copyright und die Datenschutzerklärung zum Beispiel einblenden oder ausblenden. Ich habe das hier mal so angepasst. So, dann gehen wir zurück. Als nächstes will ich noch das Layout einstellen. Wir können hier zwischen fest und fließend auswählen. Ich wähle jetzt mal fließend, somit habe ich immer die ganze Breite des Bildschirms ausgefüllt. Danach kann ich noch das Farbschema wählen und die Farben anpassen. Da können wir mal wählen, was wir wollen. Hier zum Beispiel gibt's Dark. Wir können natürlich in der Kopfzeile noch einzelne Farben wählen. Das kannst du aber später so einstellen, wie es für dich passt. So, wunderbar, dann gehen wir mal zurück. Ich habe auch noch die Möglichkeit, einzelne Schriftarten auszuwählen. Auch das Hero-Bild und den Header hier, das ist dieser schwarze Streifen, den wir da sehen, den kann ich ändern. Hier gibt's unten schon mal eine Vorauswahl. Ich will den Header jetzt mal selbst auswählen. Dazu klicke ich auf ein neues Bild hinzufügen und dann öffnet sich diese Seite hier. Ich kann jetzt einfach aus dem Explorer das Bild hier reinziehen. Ja, und wenn das Bild da reingezogen ist, dann wird das automatisch hochgeladen. Nach dem Hochladen müssen wir das Ganze nochmal zuschneiden. Ich zentriere das jetzt mal ungefähr so. WordPress verarbeitet Bilder und danach sind sie auch gleich verfügbar, sodass wir sie auch sofort nutzen können. So, das Bild ist drin, dann machen wir mal weiter. Dann könnten wir noch ein Hintergrundbild festlegen, das brauche ich aber in diesem Fall jetzt nicht. Ich kann natürlich noch die Menüs einstellen. Hier haben wir jetzt momentan ein automatisches Menü, das kann man aber auch vorerst so lassen. Widgets wären auch noch möglich. Das sind hier zum Beispiel in der Seitenleiste die Übersichten mit neuen Beiträgen. Dann können wir auswählen, ob unsere Startseite statisch oder dynamisch sein soll. Ich lasse die jetzt dynamisch, da wir hier einen Blog mit laufend neuen Beiträgen haben, die immer aktuell sein sollen. Ganz zum Schluss hätte ich auch noch die Chance, zusätzliches CSS einzufügen für noch mehr Designelemente. So, dann klicken wir mal auf Veröffentlichen, dann ist die Seite schon mal veröffentlicht und wir gehen wieder zurück ins Dashboard. Jetzt wollen wir eine Seite anlegen, auf der wir etwas Statisches über unseren Gastroblog schreiben. Dazu gehe ich auf Seiten, dann sehen wir die Seitenübersicht. Hier sind alle Seiten, die schon vorhanden sind. Ich will eine neue Seite anlegen, deswegen klicke ich auf Erstellen. Dann lädt sich die neue Seite.
So, jetzt könnte ich mir theoretisch noch eine Tour über WordPress anzeigen lassen, aber das überspringe ich einfach jetzt, die bekommt ihr ja jetzt von mir. Jetzt können wir den Titel unserer Seite eingeben. Wir wollen eine Über uns Seite erstellen, darum tippen wir jetzt einfach überall hier All About Gastro ein. Perfekt, dann habe ich die Möglichkeit im Textfeld einen freien Text einzugeben. Ich veröffentliche die Seite, damit sie zumindest schon mal angelegt ist. Also einfach veröffentlichen klicken und dann ist die Seite schon veröffentlicht. Wunderbar. Jetzt geht es ja in einem Blog hauptsächlich darum, dass wir Beiträge veröffentlichen wollen, also zum Beispiel Artikel. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal in den Bereich für Beiträge. Ich klicke hier auf Beiträge und wir sehen da die Übersicht. Da ist schon mal dieser Beispielartikel drin und ich erstelle jetzt einfach mal einen neuen Beitrag. Ich kann jetzt hier zum Beispiel den Titel eingeben und schreiben, dass die All About Gastro eine kleine Messe ist, die auch in diesem Jahr wieder stattfinden wird. Unterhalb des Titels habe ich jetzt ein Freitextfeld. Dort können wir einen freien Text eingeben. Ich schreibe jetzt mal nur einen kurzen Text. Natürlich hast du aber auch die Möglichkeit, einen wesentlich längeren Text einzufügen. Wenn wir den Text eingegeben haben, genauso wie bei den Seiten, klicke ich auf Veröffentlichen und wir haben dann den Beitrag veröffentlicht. Jetzt kann ich wieder hier oben auf den Namen der Seite klicken und gelange wieder in die Live-Ansicht. Hier sehe ich, der Beitrag ist der erste ganz oben. Und wenn ich auf Weiterlesen klicke, kommen wir auf den Beitrag. Natürlich können wir den Beitrag lesen oder auch wieder bearbeiten. Oben im Menü sehe ich auch noch die Über uns Seite, allerdings noch ohne Text. Wunderbar, dann gehen wir wieder zurück ins Dashboard. Jetzt habt ihr schon mal die grundlegenden Bausteine für WordPress gesehen. Da wir das Ganze jetzt mit dem GoDaddy WordPress Hosting machen, gibt es noch eine kleine Besonderheit. Denn GoDaddy liefert uns den Beaver Builder als Plugin mit. Den können wir nutzen, um die Seiten und Beiträge besser zu bearbeiten. Der Beaver Builder ist ein einfaches Drag-and-Drop-System, mit dem wir die Seite schön aufbauen können. Ich will jetzt zum Beispiel hier im Textfeld ein zweispaltiges Layout wählen und ich möchte ein Bild hinzufügen. Das geht ganz einfach. Wir wählen das Bildmodul aus und klicken in der Mediathek auf das Logo. Neben das Logo will ich jetzt einen Text platzieren. Dazu nehmen wir einfach das Textmodul, ziehen das hier rein und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, einfach den Text einzugeben. Wir nehmen jetzt mal wieder einen kleinen Platzhaltertext, der einfach nur symbolisiert, dass dort später was stehen könnte. Dann klicken wir auf Fertig und auf Veröffentlichen. Jetzt haben wir das Ganze drin und das Tolle dabei ist, das funktioniert nicht nur bei Seiten, sondern auch bei den Beiträgen. Deswegen gehe ich jetzt mal in unseren Beitrag. Auch hier aktiviere ich den Beaver Builder und jetzt habe ich die Möglichkeit, den Text zu editieren und eben auch noch andere Module einfach per Drag and Drop reinzuziehen. Das ist ein echter Vorteil vom GoDaddy WordPress Hosting, da ist das Ganze schon mit an Bord und man muss nichts mehr machen. Ich hoffe, dieses Video hat dir dabei geholfen, deinen WordPress-Blog zu bauen und ich freue mich natürlich auch, wenn du jetzt den Kanal von GoDaddy abonnierst, denn dort haben wir noch viele weitere hilfreiche Tipps zum Bau deines Online-Businesses. Bis dann!